Geschmackstennis. Meine Mutter hat mich dazu immer gezwungen. Ich wollte nie. Ich habe da auf dem roten Sandkasten immer mit diesen kleinen Soldaten gespielt. Aber irgendwie habe ich es doch dann irgendwann gelernt. Es macht Spaß. Es ist gut, wenn du mit Freunden unterwegs bist und ein bisschen entspannen willst, ein bisschen bewegen willst. Und Tennis ist immer ein guter Sport. Also für uns Spieler ist es natürlich fantastisch. Wir haben es auch sehr, sehr gerne, wenn es in der Nähe von der Anlage ist. Hier eben auf der Anlage ist optimal, weil es nicht mit großem Aufwand für uns verbunden ist. Und ja, Essen ist fantastisch, Getränke gibt es auch und ja, ist eine tolle Veranstaltung. Wenn man noch im Turnierwettbewerb ist, ist man halt im Kopf eigentlich immer bei den anderen Matches schon und bereitet sich auf den Tag vor für morgen. Und trotzdem mal ganz nett vorbeizuschauen, eine Kleinigkeit kurz zu essen vielleicht und die Familie und Freunde dann hier dazulassen, dass sie eine schöne Zeit haben. Genau, das ist eigentlich das Wichtige eigentlich, auch mal eben so ein bisschen entspannt eigentlich sich zu treffen und nicht immer im Trainingsanzug und im Stress vom Turnier und zwischen in den Gängen und so. Hier ist es ein bisschen entspannter, man ist gut drauf, der erste Tag ist so gut verlaufen jetzt, oder für mich der erste Matchtag, und da kann man sich schon ein bisschen auch erholen und zurückschauen auf einen guten Arbeitstag, es tut auch gut, ja.